Hallo und herzlich willkommen bei UbiTestet. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Mit mir vor der Kamera heute das Tesla Model Y Long Range. Und zwar aus Grünheide ein Fahrzeug. Das heißt, wir wollen heute mal herausfinden, wie schlägt sich der Pionier der Elektromobilität denn so im Alltag, wie schlägt er sich gegen die anderen Elektrofahrzeuge, die hier bereits auf dem Kanal waren und natürlich dieselbe Verbrauchs- und Alltagsrunde absolviert haben. Bedeutet, wir werden jetzt gemeinsam 50% Überlandstrecke absolvieren, 40% Autobahn mit Tempomat 130, wenn möglich, und 10% Stadtverkehranteil. Heute die Witterungsbedingungen, sagen wir gleich, aktuell Sonnenschein, aber der Wind frischt hier stark auf. Die Temperatur liegt aktuell bei minus 3 Grad, das heißt, wir werden mit kaltem Akku und kaltem Innenraum natürlich losfahren. Und es soll heute auch noch einen Umschwung geben. Hoffentlich passiert das jetzt nicht während der Fahrt, ansonsten würde das natürlich die Witterungsverhältnisse nochmal deutlich verschlechtern für das Tesla Model Y. Dennoch, wir wollen natürlich herausfinden, ohne eine Tesla Elon Musk Fanbrille oder aber eine Haterbrille, wie fährt sich das Auto, wie sind die Platzverhältnisse, wie effizient arbeiten die zwei Elektromotoren hier, wie weit kommen wir mit dem 75 Kilowattstunden fassenden Akku. Also all das sind Themen, die heute hier beackert werden sollen. Und wenn euch das Ganze jetzt interessiert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt, mit mir einsteigt, den Kanal abonniert, dem Ganzen ein Like gebt und vor allem eure Meinung unten in der Kommentarbox hinterlasst, damit wir am Ende des Videos diskutieren können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit mir, dem Ubi, und dem Tesla Model Y aus Grünheide. Viel Spaß! Wenn sich einem Möglichkeiten eröffnen im Leben, dann soll man sie auch ergreifen. So habe ich das auch gemacht. Ich brauchte für eine Woche einen Mietwagen, habe ihn mir bei einer großen deutschen Autovermietung besorgt und bekommen habe ich ein Tesla Model Y. Ja, und dann habe ich mir gedacht, was macht man damit? Ganz klar, ich mache ein Video für euch und es ist ja schließlich auch für mich mein erstes Mal Tesla fahren. Aus dem Hintergrund heraus habe ich mir natürlich gedacht, muss ich herausfinden, wie effizient so ein Tesla eigentlich ist. Es wird ja viel darüber geschrieben, reviewed, und aus dem Hintergrund habe ich mir gedacht, gut, ich mache das jetzt genauso. Ich möchte herausfinden, wie effizient arbeitet denn so ein Tesla Model Y. Und wie fährt er sich? Wie ist er denn verarbeitet? All das wollte ich einfach mal herausfinden, aber ohne die Tesla-Brille. Denn es gibt im Grunde genommen eigentlich nur zwei Lager da draußen. Entweder die, die mit der Tesla-Brille alles durchwinken und das toll finden und Elon Musk quasi sonst wie als Heiligen sehen. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch nur diejenigen, die das komplett ablehnen, weil ist ja schließlich ein Tesla. Gut, okay. Also wollen wir jetzt heute mal das Ganze im kürzerer Form, ich gehe nicht detailliert auf viele Dinge ein, sondern eigentlich nur auf die wesentlichen Dinge in meinen Augen, und das wollen wir heute mal genauer anschauen. Also beim Design, da ist immer ein Thema, mag man oder mag man nicht. Ich persönlich finde es okay, reizt mich jetzt aber nicht, ist aber für mich jetzt auch kein Auto, wo ich sagen würde, muss ich unbedingt kaufen, weil mich das absolut anmacht, dieses Fahrzeug. Also dürft ihr mir gerne unten in den Kommentar schreiben, wie gefällt euch das Tesla Model Y? Ich persönlich finde es okay. Ja, also es ist ein typisches SUV, eher ein bisschen plump im Design und einfach gehalten. Aber die wesentlichen Punkte, die Tesla eben sehr gut beherrscht hier, sind hervorragende Platzverhältnisse im Kofferraum zum Beispiel. Da geht wirklich alles rein, auch wenn die Ablage da oben nicht sonderlich gut umgesetzt ist. Das kann man eben nicht nach oben klappen, muss man komplett rausnehmen, das ist sperrig. Aber gut, hier gibt es ja noch Verbesserungspotenzial. Weiter sehr gut mitgedacht allerdings ist nicht nur, dass hier viel reingeht, das sind fast 1000 Liter in den normalen Kofferraum und bis zu 2200 Liter knapp im Gesamten. Also da geht richtig was rein, man kann auch wirklich schön weit nach vorne einladen.
Kinderwagen oder ähnliches geht gut rein. Hohe Ladekante zwar, aber dennoch, wer Kleinkram zum Beispiel unterbringen will, der kann das vorne unter der Motorhaube, in der ehemaligen Motorhaube tun, nämlich im Frunk. Und das ist auch echt ein Highlight. Hier hat Tesla richtig gut mitgedacht. Man sieht, das Fahrzeug ist eben als Elektrofahrzeug konzipiert. Viel Platz unten im Frunk. Über 100 Liter, ich glaube 120 Liter sind sogar, und da bringt man wirklich alles rein, Ladekabel und Kleinkramzeugs. Also alle Achtung, top, da habt ihr echt viel Platz. Auch im Innenraum viele Ablagemöglichkeiten, die sich hier überall ergeben, ob ein großes Handschuhfach, Mittelarmlehne, Türtaschen, die sogar ausgeschlagen sind hier mit Filz und damit natürlich auch einen wertigen Eindruck machen. Überhaupt hat Tesla viele Sachen auch mit Stoffen ausgeschlagen, auch im hinteren Bereich, an der Sitzbank zum Beispiel. Da, wo man ja normalerweise vermuten würde, dass da dann eher blanker Kunststoff ist, da ist dann auch noch mal so ein bisschen Stoffbespannung drinnen. Also es wirkt alles im Innenraum hier wirklich hochwertig. Sehr gut verarbeitet. Wir haben hier einen Tesla übrigens aus der Gigafactory in Berlin untergebracht. Und auch hier, wie gesagt, die Passungen sind in Ordnung. Hier wie da am Außenblech merkt man, dass da doch die Spaltmaße nicht ganz passen. Aber gut, ich glaube, damit kann man leben, wenn man so ein Fahrzeug hat. Im Innenraum klappert nichts, es knarzt nichts, es ist alles hier im Innenraum auch wirklich gut zusammengesteckt und vor allem einfach, es fühlt sich alles gut an. Offenporiges Holz, die Kunststoffe sind aufgeschäumt, das Kunstleder wirkt sehr hochwertig, gut verarbeitet und man sitzt hier auch wirklich sehr, sehr schön auf toll ausgeformten Sitzen. Bequem sind sie, haben auch guten Seitenhalt, sind elektrisch einstellbar in der vorderen Reihe. In der Rückbank beispielsweise gibt es Isofix auf den Außenpositionen. Wir haben eine Belüftungsmöglichkeit hinten, zwei USB-C-Anschlüsse, eben gute Ablagemöglichkeiten und es sind alle drei Plätze hinten komplett beheizbar. Und das auch ab Werk, also auch hier echt richtig gut. Sehr schön auch. Das Drei-Speichen-Lenkrad, was wir haben, das hat einen kleinen Durchmesser, fühlt sich gut an, dicken Lenkkranz, liegt gut in der Hand und ist hervorragend beheizbar. Ich glaube, das ist die beste Lenkradheizung, die ich bis dato je in einem Auto hatte. Das wird erstens sehr schnell warm, zweitens, es hält auch ungeheimlich gut eine hohe, angenehme Temperatur. Es wird nicht zu heiß oder eben zu kalt, sondern es hält ständig eine optimale Temperatur. Also richtig gut gelöst. Dann auch der Blick hier über den Instrumententräger. Das ist alles sehr, sehr clean, alles aufgeräumt. Es gibt hier einfach nichts, es gibt kein Kombi-Instrument. Lediglich hier in der Mittelkonsole einen gigantischen 15 Zoll großen Flachbildschirm, sage ich jetzt einfach mal, so ein Tablet. Und das ist eben das zentrale Dreh- und Angelpunkt hier, nämlich das zentrale Bedienkonzept dreht sich hier um diesen Monitor. Fehler, die mir gut aufgefallen sind oder die ich nicht gut finde, es fehlt mir zum Beispiel ein physischer Wischhebel, den gibt es hier nämlich nicht. Das wird auch hier über den Monitor umgesetzt. Es gibt lediglich am Blinker eine Möglichkeit, einmal mit dem Tippen eine Wischung durchzuführen. Ist okay, aber in meinen Augen sollte man da immer noch einen normalen Wischer einführen, weil man da einfach mit dem Intervall viel feinfühliger nacharbeiten kann und weil eben auch Regensensoren, die es hier ja nicht gibt, sondern es gibt hier nur eine Kamera, die eben erkennt, wie der Regen von der Intensität auf die Windschutzscheibe prasselt. Und genau da merkt man, da kommt eine Kamera eben immer mal wieder an ihre Grenzen heran. Das ist ein Sensor, der feiner arbeitet. Also hier, lieber Elon, solltest du doch mal über Sensoren nachdenken. Die Einstellung von Lenksäule zum Beispiel ist elektrisch über den Monitor, genauso wie die Außenspiegel. Aber auch das geht in meinen Augen, weil wie oft stellt man das dann in der Praxis wirklich ein, wenn man das Auto selber hat? Eher weniger. Also von dem her kann man sowas durchaus machen, finde ich. Aber es ist eben sehr gewöhnungsbedürftig. Die Bedienung an sich ist ebenso gewöhnungsbedürftig, weil man eben nicht mehr gewohnt ist, hier einfach auf einen leeren Armaturenträger quasi gerade vor sich zu schauen. Das ist etwas, was man sonst so nicht möchte. Und es wäre hier eher wünschenswert in meinen Augen, wenn man hier ein Head-Up-Display verbauen würde. Dann wäre das Ganze viel sinnvoller. Dann würden eben alle Informationen direkt im Fahrerfeld projiziert werden. So muss man nicht die Geschwindigkeit oben links am Tablet hier eben ablesen. Das ist ein bisschen zu klein geraten, wie ich finde.
Die Bedienung des Systems aber an sich gut. Es liegt eben sehr gut im Bedienfeld. Also ich muss meinen Arm gar nicht weit ausstrecken, komme überall gut hin. Der Display reagiert sehr gut, ist auch sehr gut ablesbar, kaum Spiegelungen. Also das funktioniert schon an und für sich wirklich gut und ist auch insgesamt sehr durchdacht. Auch die Menüführung, wenn man sich mal so ein bisschen reinfuchst, geht auch dann sehr zügig von der Hand. Vor allem auch, wenn man so andere Infotainment-Systeme gewohnt ist von so manchem Hersteller, dann sollte die Bedienung hier von einem Tesla einen auch nicht auf allzu große Rätsel stellen, in meinen Augen. Kommen wir aber jetzt zum Antrieb, und der ist ja sehr essentiell hier beim Tesla Model Y. Es gibt drei Varianten, die ihr ordern könnt. Das Standardmodell, sogenannten Standard Range, hat einen Elektromotor, der auch die Hinterachse antreibt, mit 300 PS und einen Akku von knapp über 60 Kilowattstunden nutzbarer Energiekapazität. Wenn ihr etwas mehr Leistung haben wollt, dann gibt es die Long-Range-Variante, also die Langstrecken-Variante. Die verfügt über zwei Elektromotoren, einen an der Vorderachse und einen an der Hinterachse, gepaart mit einer 75 Kilowattstunden nutzbaren Antriebsbatterie. Und das ist das Fahrzeug, was wir jetzt hier fahren oder was ich jetzt respektive für euch fahre. Wer darüber regiert, dann noch ein Performance-Modell, hat nochmal ein bisschen mehr Leistung, größere Räder, Spoiler und so weiter. Ist dann für die Nerds, sage ich jetzt mal, untergebracht. Denn wir haben hier nämlich schon sage und schreibe 514 PS Leistung, über 600 Newtonmeter Drehmoment, 5 Sekunden von 0 auf 100, Topspeed 217 Stundenkilometer. Und das in meinen Augen ist schon mehr als ausreichend. Und dass das Fahrzeug richtig performant ist auf der Straße, ich glaube, das hat man schon in vielen Videos gesehen. Und ja, ich kann es bestätigen, der geht schon wirklich gut voran. Und vor allem, wenn man dann auch regelmäßig schon mal Elektroautos gefahren ist, dann ist das schon noch eine sehr, sehr gute Geschichte, die wir haben. Aber in meinen Augen, ich glaube, ich bräuchte persönlich nicht so viel Leistung. Wie schon erwähnt, der Akku hat eine Kapazität hier von 75 Kilowattstunden nutzbarer Speicher. Knapp über 78 Kilowattstunden sind es dann brutto. Die Ladeleistung, die Tesla übrigens angibt, sind 240 kW auf einem 400 Volt Ladesystem. Das ist schon sehr respektabel, das muss man sagen, denn das schafft beispielsweise Hyundai und Kia mit ihrem 800 Volt System ebenfalls auch. Also da holt Tesla schon richtig viel aus diesem 400 Volt System hinaus. Die Ladezeit ist entsprechend auch gering. Man schafft es dann so in rund 30 Minuten eben von 10% auf 80% zu laden. Im Winter ist das natürlich auch ein Thema. Kalte Akkus wollen nicht gerne schnell geladen werden. Die Elektronen bewegen sich da einfach nicht in diesem Temperaturfenster optimal. Und dann bedeutet das natürlich, es muss vorkonditioniert werden. Das heißt, der Akku muss vorgewärmt werden. Das kann der Tesla, wenn ihr eine Ladesäule im Navigationssystem auswählt, dann wird auch tatsächlich vorkonditioniert. Ihr solltet aber, sage ich jetzt mal, so eine Strecke von um die 20 Kilometer mal einplanen, damit auch wirklich der Akku ordentlich warm geworden ist. Und natürlich kommt auch ein erhöhter Energieverbrauch auf euch zu, sagen wir mal so um die 5 Kilowattstunden verbraucht die Akkuheizung dann zusätzlich zum normalen Strom. Ist natürlich auch eine ganze Menge, ob sich das dann am Ende lohnt. Ist ein Rechenexempel, sage ich jetzt einfach mal. In meinen Augen ist es gut. Mit einem kalten Akku konnte ich jetzt eine Ladeleistung von ungefähr 80 bis 88 Kilowattstunden feststellen, was aber auch ganz okay ist, wie ich persönlich finde. Vor allem, wenn man so bei minus 1, 2 Grad mit einem kalten Akku eben tatsächlich an einen Schnelllader kommt und nicht weit gefahren ist, dann ist das eine gute Ladeleistung. Da haben sich andere schon deutlich stärker blamiert in meinen Augen. Beim Fahren merkt man auf der Straße, das Tesla Model Y ist eher straff abgestimmt. Kurze Stöße werden dann eher mal direkter weitergereicht. Die Lenkung ist angenehm direkt, vermittelt aber jetzt nicht so viel Straßenkontakt. Das könnte ein bisschen besser sein. Insgesamt fährt sich das Fahrzeug aber sehr zackig und lässt sich auch erstaunlich dynamisch hier um kurvenreiche Landstraßen zum Beispiel werfen, sage ich jetzt schon fast. Ja. Wir haben hier ein Gewicht von rund 2 Tonnen
Und auch das hätte man nicht erwartet. Das Fahrzeug ist verhältnismäßig leicht gegenüber anderen Elektrofahrzeugen, wenn man da mal so schaut. Ein Hyundai Ioniq 5 beispielsweise ist auch nicht viel leichter. Und deswegen ist es okay, was Tesla hier tatsächlich gezaubert hat. Zumal wir auch eben eine sehr umfangreiche Ausstattung hier mit schleppen. Wenn wir dann nochmal auf der Straße wieder sind, dann ist auch der Punkt, nicht nur Performance ist das eine, denn man drückt drauf und man wird stets immer schön in den Sitz gedrückt. Die Motoren sprechen direkt an. Also auch hier wirklich immer, sobald man drauf sitzt, wird auch umgesetzt dann der Vortrieb. Traktionsprobleme gibt es hier auch nicht, habe ich bis jetzt auch keine gehabt. Selbst bei etwas rutschigen Straßenverhältnissen gab es hier keine Probleme, Traktionsprobleme, obwohl, und das ist eben das Interessante, die 19 Zoll Räder hier haben Ganzjahresreifen drauf. Und das ist auch etwas Interessantes, denn mir scheint es fast, als würde Tesla hier alle Model Y mit Ganzjahresreifen ausrüsten. Denn nicht nur der Mietwagen hier hat Ganzjahresreifen, sondern das habe ich auch schon bei vielen anderen gesehen. Ich weiß nicht, wenn ihr es da draußen wisst, kann es sein, dass tatsächlich Tesla Model Y grundsätzlich mit Ganzjahresreifen ausgerüstet werden? Schreibt es mir unten in die Kommentarbox, mich würde es echt interessieren. Beim Fahren natürlich auch interessant, die Geräusche, die hier entwickelt werden. Und hier muss ich sagen, ich hätte gedacht, dass die Windgeräusche hier deutlich präsenter sind, zumal wir rahmenlose Fensterscheiben haben. Aber ehrlich gesagt, die sind gut. Man hört hier eher die Abrollgeräusche von den 19 Zoll Rädern, weil da immer wieder so ein bisschen dumpfe Töne drinnen sind, weil es eben eine sehr straffe Abstimmung hier ist. Aber Windgeräusche, selbst bei hohem Autobahntempo, eher gering. Also auch das wurde gut gelöst. Merkt man aber auch, wenn man die Tür tatsächlich zumacht von außen, dass dann gefühlt die Fenster nicht nur nach oben gezogen werden, die Fensterscheiben, sondern nochmal so angesaugt werden. Also dass da wirklich eben die Scheiben perfekt an diesen Gummis anliegen. Aber auch hier Türgriffe eher kontraproduktiv, frieren auch unheimlich fest. Da sollte Tesla sich ganz klar einfach auch nochmal was überlegen. Die sind einfach nicht praktikabel, diese Türgriffe. Kommen wir aber natürlich zum nächsten Punkt hier auf der Liste. Das ist das Thema Fahrassistenz oder Autopilot. Dafür ist ja Tesla eben sehr berühmt und vor allem ist es natürlich auch das Kommunikationstool, was Tesla eben hier stets macht. Der Autopilot, der hier arbeitet, lediglich über Kameras. Und da muss man auch sagen, das ist okay und für Kameras richtig gut gelöst. Ja, aber die Kameras kommen schneller an ihre Grenzen, als es eben Radarsysteme tun. Vor allem bei schlichten Witterungsverhältnissen merkt man ganz klar, dass hier der Tesla auch nur mit Wasser kocht und hier kein perfektes Rundum-Sorglos-Paket in Sachen Autopilot abliefert und dass das Fahrzeug hier komplett autonom durch die Gegend fahren kann. Nein, das kann es aktuell in dieser Form einfach auch nicht. Auch wenn der Autopilot für ein Kamerasystem, das muss man wirklich sagen, sehr gut umgesetzt ist. Die Aktivierung erfolgt hier über den Automatikhebel, der einfach zweimal nach unten gezogen wird. Dann hört man einen akustischen Ton und dann wird eben der Autopilot aktiviert. Die Spurführung funktioniert dann auch sehr gut. Er fährt auch lange Zeit eben autonom, selbst auch hier so eine langgezogene Kurve, die wird ganz gut umgesetzt. In meinen Augen, man sollte hier jetzt einfach kein hervorragendes Autopilotsystem erwarten. Ich glaube, dazu braucht es in meinen Augen wirklich erweiterte Sensorik, nicht nur die Kamera. Also da glaube ich, dass Elon weiterhin doch noch so ein bisschen auf dem Holzweg ist. Und vor allem ein paar Sensoren sollte er sich dennoch weiter verbauen. Ich habe hier noch meinen Tesla Model Y übrigens mit Einparksensoren. Und auch das funktioniert sehr gut, denn gerade die Anparksensoren, da wird dann auch nochmal der Abstand angezeigt, wie viel Zentimeter ich nach vorne oder hinten habe. Und das weiß ich nicht, ob das die Kamera so gut abschätzen kann, wenn es dann Vision-only ist. In meinen Augen sollte da Elon doch weiterhin die Ultraschallsensoren für die Einparkhilfe drinnen lassen. Und er sollte auch in meinen Augen durchaus mal darüber nachdenken, Sensoren zum Beispiel für den Regen- und den Lichtsensor einzuführen. Denn das würde das ganze System auch noch mal besser machen. Und eben so einen Wischerhebel anführen mit einer Intervallschaltung. Da könnte man dann auch noch mal entspannter das Ganze einstellen. Aber gut, das ist so viel eben dazu. Jetzt würde ich sagen, geht's zum Fazit.
Und zur Abrechnung, wie effizient arbeitet der Tesla und vor allem, was kostet das Tesla Model Y? Und am Ende der Frage, würde ich ihn mir kaufen oder würde ich ihn mir nicht kaufen? Also bleibt dran. Sind wir noch bei schönem Wetter gestartet, sind wir dann in ein echtes Sauwetter reingekommen mit starkem Schnee, Regen, Graupel, alles war dabei. Arschkalt ist es immer noch, hier ist es jetzt wenigstens wieder trocken. Das Tesla Model Y ist richtig eingesaut. Also wir sehen, es hat schon ordentlich was erlebt heute auf dieser Verbrauchsfahrt. Und das ist natürlich auch der Punkt, das heißt, es musste heute einen etwas härteren Weg gehen und erschwerte Bedingungen absolvieren. Also wollen wir natürlich wissen, was hat denn das Tesla Model Y jetzt an Strom verbraucht? Und es waren tatsächlich lediglich 17,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometern und damit in meinen Augen das derzeit sparsamste Elektroauto, das wir im Winter, vor allem in dieser Größe hier, nutzen können. Damit haben wir eine Reichweite von knapp 420 Kilometern unter diesen erschwerten Bedingungen. Das bedeutet auch, dass man mit dem Tesla Model Y wahrscheinlich im Sommer durchaus 500 Kilometer Reichweite schafft im Alltag, wenn man natürlich jetzt nicht unbedingt nur auf der Autobahn unterwegs ist. Dennoch zeigt es, dass ein solch großes und durchaus auch schweres Fahrzeug sehr effizient sein kann, wenn man es eben knallhart auf dem Elektroauto ausrichtet. Ob einem das dann taugt, ist eben so eine Geschichte. Ja, die Bedienung ist etwas umständlicher, gewöhnungsbedürftiger, aber nichtsdestotrotz, man kommt damit durchaus schnell zurecht. Vor allem die Generationen, die damit aufgewachsen sind, am Computer zu arbeiten, am Tablet zu arbeiten, die werden mit dem Tesla auch gar keine größeren Probleme haben. Ja, Verarbeitung, was Spaltmaße angeht oder ähnliches, das ist immer noch nicht perfekt hier. Dennoch meiner Meinung nach, damit kann man sicherlich auch leben. Vor allem, wenn man dann doch wieder mal so ein bisschen in die Preisliste eben hineinschaut. Und da muss ich ja sagen, nach der jüngsten Preissenkung, die Tesla hier durchgezogen hat, ist dieses Fahrzeug eben sehr, sehr attraktiv geworden in meinen Augen. Das Tesla Model Y beginnt bei knapp 45.000 Euro, ist also voll förderfähig, da der Netto-Listenpreis unter 40.000 Euro liegt. Und dafür bekommt man dann schon ein richtig gutes Fahrzeug, voll ausgestattet, zudem mit Kunstlederausstattung, elektrischen Sitzverstellungen, Sitzheizung, Vorklimatisierungsmöglichkeiten, Navigationssystem, LED-Licht, Abstandstempomat, Autopilot. Also all das ist dann ja schon drinnen. Also hier echt gut. Die Long-Range-Variante ist dann so das i-Tüpfelchen, was man sich gönnen könnte. Das kostet dann mindestens 54.990 Euro. So wie unser Fahrzeug dasteht, mit eben schwarzer Ausstattung beispielsweise, kostet dann rund 58.000 Euro. Und wie gesagt, da kann man dann nochmal ungefähr 4.500 Euro Förderung abziehen. Ist also ein durchaus gutes und vor allem gar nicht mal so teures Fahrzeug, wenn man eben mal so ein bisschen eben in die Historie reinschaut, die wir hier auf dem Kanal schon hatten. Beispielsweise ein Renault Megane E-Tech, der kostet gut 50.000 Euro mit seiner Batterie mit 60 Kilowattstunden. Beispielsweise der ID.4 GTX, der geht auch schon über 60.000 Euro hinüber. Ein ID.4 mit normaler Ausstattung liegt auch schon bei gut 50.000 Euro. Ein IONIQ 5 beispielsweise lag auch schon bei 60.000 Euro. Ein Kia EV6 bei über 60.000 Euro. Und dann bekommt man eben hier doch ein verdammt gutes Package. Wer ein Elektroauto sucht, das schlicht und ergreifend als solches hervorragend funktioniert und auch ein hervorragendes Ladeinfrastrukturnetz hat, denn man kann ja die Supercharger und alle anderen Schnelllader nutzen, dann ist man eben mit einem Tesla echt gut bedient. Und das hätte ich persönlich nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber ich habe mir durchaus als Familienauto so ein Ding auch mal durchkalkuliert. Kommt zwar für mich aktuell nicht in Frage, aber dennoch wäre es eine Option.
Wie schaut es bei euch aus? Seid ihr schon Tesla gefahren? Falls ja, ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen und ich bin auch sehr gespannt, ob ich jetzt hier reine Tesla-Fanboys erwische oder eben die Tesla-Hater. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, aber lasst uns sachlich diskutieren. Ich würde mich sehr freuen auf eine Diskussion hier bei UbiTestet. Danke fürs Reinklicken, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Schenkt ihm gerne ein Abo, natürlich dem Video ein Like. Und ich würde mich freuen, euch dann demnächst wiederzusehen hier bei UbiTestet zu einem nächsten Review bei mir auf dem Kanal. Ich sage Tschüss und Servus, euer Ubi.